Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Magic Duels. Auch hier sage ich wie bei Eternal Darkness Quest, einmal kommen heute 7 Folgen. Den aufmerksamen Zuschauern wird aufgefallen sein, dass gestern keine Folgen kamen. Ich hatte gestern einfach zu viel zu tun. Ich muss auch schauen, ob ich es heute schaffe. Aber ich werde mein Bestes geben, heute Folgen nachzubringen. Und das zweite ist, dass ich mittlerweile mich sehr freue, weil ich 36 Abonnenten in der Liste habe. Aber auch bei 36. weiß ich noch nicht den Namen. Deswegen wäre es schön, wenn ihr jeweilige ein oder mehrere Videos teilen würde. Besser für mich, weil ich mehr Übersicht habe. Besser für die Person, weil ich besser auf die Kommentare eingehen kann. Ja, beim letzten Mal haben wir wieder mal Lilianas Kampf gegen die Dämonen versucht und leider zweimal verloren. Da wir jetzt heute 2 Parts haben, werde ich den Kampf jetzt nochmal versuchen, weil beim ersten kamen wir zumindest bis Runde 3, bis zum dritten von 4 Dämonen. Aber beim zweiten Part sollten wir jetzt heute Liliana nicht schaffen, wird definitiv die Prüfung kommen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, aber wir haben ja heute 2 Parts. Deswegen wieder mal ein Versuch gegen die Dämonen. Man kann sie ja durchaus schaffen, man muss halt nur... Also anfangen wäre sehr schön und man muss schnell spielen, schnell gute Monster ziehen. Es wäre auch gut, in jedem Zug Sümpfe zu ziehen, dann kann man die ja durchaus schaffen. Weil bis auf die Dämonen sind die gar nicht so stark. So, wir fangen schon mal an, das ist schon mal schön. Wir haben 3 Sümpfe, den schlechter Ghoul, den schlürfenden Ghoul, den seelenlosen und den rachsüchtigen Tod. Die erste schöne Hand. Im ersten Zug können wir leider nur einen Sumpf spielen, aber es ist schon mal eine sehr schöne Hand. Da der seelenlose freut sich in der ersten Runde sehr. Und die anderen mal gucken. So, zweiter Sumpf und ich würde sagen, der schlechter Ghoul, weil der schlürfende kommt jetzt ab. Der schlechter Ghoul hat ja die Dämonen im letzten Part sehr genervt, weil er halt zurückkommt, weil wenn er einmal zerstört wird. Erstes Monster, ach nein, kein Monster, der Nachtdiamant. Ich dachte jetzt schon, ich wollte schon sagen, erstes Monster der Dämonen, aber... Nachtdiamant ist kein Monster, er ist nur quasi Mana. So, drittes Land, drittes Mana, schlürfender Ghoul. Und erster Angriff mit unserem schlechter Ghoul. Das heißt, der Grieselbrand hat 7 Lebenspunkte. Und er hat bisher noch kein Monster. Hat so gesehen jetzt 3 Mana. Jetzt hat er 4 Mana. Bei der Nachtdiamant muss man ja als Mana zählen. Gedankenzersetzung. Wir müssen 2 Karten abwerfen. Das hatten wir beim letzten Part schon mal. Ja, ich werfe den schlurfenden Ghoul ab. Den haben wir jetzt eh einmal. Und ich würde sagen, den rachsüchtigen Toten. Tja, kannst kein Monster spielen, wa? So, Sumpf. Was haben wir hier bekommen? Den Herrn der Untoten. Womit andere Zombies 1+1 kriegen. Wo man eine Zombie-Karte aus dem Friedhof und Jan zurückbringen kann. Der Seelenlose ist im Moment hier 4. Ja, ich bringe gleich mal den Seelenlosen. Ich halte jetzt von 5 und mit der anderen beiden greifen wir selbstverständlich an. Läuft der im Moment sehr gut, aber wir wissen, das heißt noch nichts, weil wir müssen ja 4 Duelle schaffen. Quasi. Deswegen, das heißt leider noch nichts. Jaha, da kommt nämlich der erste Dämon, der Blutgarten-Dämon, fliegend. Das dachte ich mir nämlich, dass er sofort Dämonen bringt jetzt. Okay, wir haben leider kein Land gezogen. Herr der Untoten. Mit dem Buff. Und dann würde ich sagen, greifen wir mit allen an. Ja, den 7-7, unserem Seelenlosen mit 7-7 könnte er blocken, aber er würde halt... Ne? Er wird auf jeden Fall verlieren.
Ja, er blockt. Sehr schön. Ich habe gehofft, dass er blocken würde. Dann ist sein Dämon nämlich tot. Und er hat verloren. Damit sind wir im zweiten Duell. Sehr schön. Und haben im Moment vier Monster, unter anderem eben den Seelenlosen. 7-7, das ist schön. Und drei neue sind, das ist auch schön. Wenn wir gleich im nächsten Zug wieder ein Spiel. So, wieder ein Dämon. Jetzt bringen die wahrscheinlich wieder dauernd Dämonen, weil sie halt genug Mana haben, ne? Und die Typhuskarten. Okay, die überraschen mich nicht sonderlich. Das heißt, wir müssen jetzt aufpassen. Sumpf, Ghoul und auch die Hülle. Das heißt, jetzt greifen wir mit unserem mittlerweile 9-9 Seelenlosen nicht an, sondern wir greifen an mit unserem normalen Ghoul, mit unserem schlechter Ghoul und mit unserem Herrn der Untoten, würde ich sagen. Weil er kann nicht alles abwehren. Selbst wenn er beide, wenn er zwei blockt, er kann nicht alles abwehren. Vielleicht blockt er auch gar nicht. Ja doch, er blockt zwei. Er hat den Ghoul geblockt und den Herrn der Untoten. Kriegt er aber nicht gesagt, weil Ghoul trotzdem zwei Schaden. Jetzt hat er seinen Fliegenden. Wir können also seinen Fliegenden nicht blocken, das ist ein bisschen blöd. Er muss was auswählen. Wer Schaden kriegt, er kriegt Schaden. Und hat eine Karte gezogen. Ruft einen zweiten Nachtdiamanten. Okay. Ja, wieder auf Mana sammeln. Das wissen wir schon. Jetzt hat er noch 4 Mana übrig. Ruft wahrscheinlich noch was, nehme ich an. Ei, einen Herrschaftsvampir. 3-2, keinen Effekt. Aber trotzdem näher mich. Und einen weiteren Sumpf. Angreifen könnte er mit seinem Dämon. Macht er aber nicht. Ja, er will ihn zur Verteidigung wahrscheinlich benutzen. So, die Krähe. Schön, was Fliegendes. Sumpf und Krähe. Kommt zwar getappt ins Spiel, aber im nächsten Zug könnte sie uns schützen. Wir könnten jetzt den Kreaturopfern für unsere Hülle. Das mache ich mal. Und zwar opfer ich unseren Schlachtergut. Der kommt jetzt zurück. Werde nicht die Hülle 4-4. Und der Ghoul 2-2. Ich denke, das ist sehr gut. Und dann greifen wir mit allen Vieren an, würde ich sagen. Er kann wieder nicht alles abwehren. Ach, 3. Egal, er kann trotzdem nicht alles abwehren. Selbst wenn er mit beiden blockt. Ich nehme an, er will unseren Seelenlosen blocken und noch einen anderen. Ja, das war klar. Aber unser schlurfender Ghoul macht Schaden. Und sein Dämon ist vernichtet. Das heißt, er hat jetzt noch 5 Life Points. Keine Monster mehr im Moment. Läuft im Moment sehr, sehr gut für uns. Wir haben auch noch keine... unvernappter Dämon, da kommt der nächste Dämon. Wir haben auch noch keine Lebenspunkte verloren, wollte ich sagen. Damit kann er ja was aus der Bibliothek auf die Hand nehmen. Angriff kann er aber nicht. Keine Eile und so. Und ein zweites Mal die Typhuskarten. Aber wie gesagt, im Moment läuft sehr, sehr gut. So, ein zweiter Ghoul, sehr schön. Sumpf, Schlachter Ghoul, ja damit. Und jetzt müssen wir wieder überlegen. Ich glaube, ich greife mit allem an, außer den Seelenlosen. Wegen den Typhusratten, vor denen habe ich echt Angst. Weil sonst blockt er den Seelenlosen, der hat im Moment 10-10, der ist im Moment unser Trumpfkarte. Okay, er hat einen Schlachter Ghoul geblockt. Und unsere Fliegende natürlich. Kriegt aber trotzdem 2 Schaden durch den schlurfenden Ghoul. Hat also nur noch 3 Lebenspunkte. Jetzt kann er uns halt Schaden machen. Und wir können halt jetzt nicht abwehren. Wenn er angreift, heißt das Spiel konnte offensichtlich nichts. Doch. Ein Herrschaftsvampir. Angegriffen hat er nicht, ja, weil er seine Lebenspunkte beschützen will.
und ein zweiten Herrschaftsvampir. Tja, Dämonen, schon scheiße, wenn man definitiv ist, ne? Der Knochenspreißer. Damit könnten wir seinen Dämon zerstören. Wir müssten dafür was opfern. Ja, wisst ihr was? Natürlich zerstöre ich den Dämon mit dem Schlachterduel, weil der Schlachterduel kommt nicht zurück. Deswegen ist das gar kein Problem. Aha, Ernte des Altars. Das war klar, dass es blockt. Aber sein Dämon ist trotzdem vernichtet. Er kann als Verkauf ziehen. Und dann greifen wir, würde ich sagen, mit unseren beiden Viechern an. Er könnte beides blocken, würde aber seine Vampire beide opfern, wenn er blockt. Ja, das war klar. Tja, Rennen bringt nichts dem Runde. Diesmal ist es anders. Der Seelenloser hat im Moment 10-10. Das ist schon relativ nice. Angreifen kann er nicht, er hat nichts zum Angreifen, er musste beenden. Tja, konnte der Dämon nicht spielen, schon kacke. Knochenspreise brauchen wir aber gar nicht, wir greifen mit unserem Seelenlosen an. Weil sonst würden wir ihn in dem Zug nicht vernichten. Das heißt, wir sind in Runde 3 und haben noch keine Lebenspunkte verloren. Läuft ja perfekt, also was heißt perfekt, aber im Moment läuft es verdammt gut. So, und natürliche Wiederbelebung unter anderem gezogen, und zwei Sümpfe. Soweit kamen wir bis zum letzten Mal. Wir kamen bis zum dritten Dämon, der uns leider killt. Schattengeborener Dämon, bestimmt zerstört er gleich unseren Seelenlosen. Aber wir könnten die unnatürliche, die grausame Wiederbelebung spielen. Aha, damit können wir nicht Zombies zerstören. Das wäre sein Dämon und können vom Friedhof auf die Hand zurückbringen unseren. Das mache ich dann in unserem Zug. Soll er denken, dass er den 10-10er zerstören kann? Soll er das denken? Und ein weiterer Herrschaftsvampir. Wir können mit der grausamen Wiederbelebung den gleich wiederholen. Das macht mir null. So, Sumpf, grausame Wiederbelebung, der Dämon wird zerstört und ich bin mein Seelenlosen wieder. Ich mag es nämlich nicht, wenn mein Seelenloser kaputt gemacht wird. Und dann, ja, brauchen wir den Knochenspreise? Frage, eigentlich nicht. Allerdings werde ich sehr wohl angreifen. Er könnte blocken, würde aber sein Monster verlieren. Angreifen werde ich schon. Okay, er blockt. Das heißt, im Moment haben wir beide Feiermonster auf dem Friedhof. Auf dem Friedhof übrigens, die meine ich. Den Seelenlosen können wir am nächsten Zug wieder spielen. Bestimmt kommt gleich der Dämon. Nein, der Ernte der See mit der Todesblume. Ach Mist. Der war im letzten Teil der nervig und die Gedankenzersetzung. Ja, ich opfere den Knochenspreißer und einen Sumpf. Ich will meinen Seelenlosen nicht verlieren. So, Sumpf, Seelenloser und Goblin. Klingt doch nach einer guten Kombination. Der Seelenlose hat im Moment 11-11. Angreifen können wir aber nicht. Aber immerhin, der könnte ihn auslöschen, der Elfer, der könnte den dritten Dämon auf der Stelle auslöschen. So, er hat einen Sumpf gespielt natürlich. Greift er an, wahrscheinlich wegen der Todesberührung. Aber wir wehren mit unserem Goblin ab. Dadurch stirbt zwar sein Ernter nicht, aber wir verlieren keine Chance, keine Lebenspunkte. Schwächen bringt zwar gerade nichts, machen wir trotzdem. Er konnte eine Karte halt ziehen. Grausames Edikt. Oh, der Penner. Damit müssen wir unseren Seelenlosen opfern. Ich hasse dich, Mann. Der Seelenlose hätte ihn auf einen Schlag vernichten können. Schwarze Katze. Mehr geht nicht. Ich will jetzt nicht verlieren. Wir hatten so einen schönen Start gerade. Ich will jetzt nicht verlieren. Ja, mehr geht leider nicht. Das ist
gerade nicht so toll. Aber wir haben immer noch volle Lebenspunkte. Typhusratten. Jetzt hat er zwei Monster mit uns gerungen auf dem Feld. Ein weiterer Sumpf. Und ein Angriff. Wir werden mit der schwarzen Katze blocken. Dann muss er nämlich eine Handkarte opfern. Wegen dem Effekt der schwarzen Katze. Also, verliere gleich meine Handkarte. Das war ein Mord. Okay, Mord ist schön, wenn er den verliert. Mord mag ich nicht. Und ein Kind der Nacht mit Lebensverknüpfung. Schlurfender Ghoul kommt leider getappt ins Spiel. Das heißt, jetzt im nächsten Zug kann er uns volle Kanne angreifen, weil wir nichts blocken können. Das ist ein bisschen blöd. Er hat jetzt 13 Länder, 11 Sympho und die beiden Nachtdiamanten. Er greift mit 2 an. Ja, wir können nicht abwehren. Jetzt verlieren wir die ersten Lebenspunkte, das sind 7 Stück. Und er kriegt 2 Lebenspunkte wegen der Lebensverknüpfung. Aber ich will jetzt nicht verlieren, wir hatten so einen schönen Anfang, das nervt mich gerade. So, Herr der Untoten. Und ich würde gerne den Effekt der Herrn der Untoten benutzen, können wir aber nicht. Ja gut, dann greifen wir unseren Ghoul an. Er könnte blocken, würde aber die Typhusratten verlieren. Er blockt wahrscheinlich. Genau. Aber dann ist er schon mal eins der Todesberührungsviecher los. Deswegen bin ich es nicht so schlimm. Der kann 2 Karten ziehen. Er hat nur noch 24 Karten im Moment. Ich würde gerne den Effekt des Herrn der Untoten benutzen, dann können wir unseren seelenlosen Friedhof wiederholen. Duldsamer Peiniger, wieder mal ein Dämon. Shit. Noch was? Ein Sumpf, war klar. Ein zweiter Herr der Seelen und damit hat er wieder 2 mit Lebensverknüpfung. Ja, im Moment sieht es schlecht aus. Im Moment sieht der schlecht aus. Und ich nehme an, er greift mit beiden an. Ich werde jetzt nichts abwehren. Wir brauchen den Effekt vom von unserem Monster. Deswegen werde ich jetzt nichts ab. Haben wir noch 6 Lebenspunkte. Und ein weiteres Kind der Nacht. Er hat 14 Lebenspunkte, ich weiß schon, das ist jetzt ordentlich Leben gekostet. Sumpf und Effekt benutzen. Damit können wir eben unseren Seelenlosen wiederholen. Das machen wir gleich. Der wird auch sofort gespielt. Hat im Moment 15-15, das ist echt im Moment unsere Trumpfkarte. Wir können uns gar nichts von dem leisten, deswegen lasse ich den Karten ziehen. Er hat halt eine fliegende Nummer, wir haben nur noch 6 Lebenspunkte, das ist unser Problem. Unverdammter Dämon, ich glaube, wir haben verloren, weil wir nur einen abwehren können. Er kann halt mit 5 angreifen. Ja, schade, wir haben verloren. Entweihender Dämon. Wir hatten so einen guten Run und jetzt haben wir aber verloren. Nee, ich möchte nichts opfern, weil wir können nur einen abfangen. Und der kann mit einem fliegen, den wir nicht abfangen können. Er greift mit allem an. Ja, es ist völlig egal, was wir blocken. Ich blocke ein Kind der Nacht und dann haben wir aber verloren. Scheiße. Ja, ist schade, wir hätten gewinnen können. Aber wir haben nicht gewonnen. Es war halt, keine Ahnung, bis zum dritten lief es wunderbar, bis zum dritten hatten wir keine Lebenspunkte verloren. Man braucht halt echt ein bisschen Glück bei diesem Duell. Man braucht wirklich ein bisschen Glück, ohne Glück verkackt man. Wir haben noch 10 Minuten, einmal probiere ich es noch. Das war an sich ein sehr gutes Match, aber ja, ohne Glück verkackt man. Man braucht wirklich Glück bei diesem Duell, ansonsten... Wir hatten mit unserem seelenlosen 11-11, wir hätten den auslöschen können. Okay, wir beginnen. Sehr schön.
Wir hätten den auslöschen können, aber er hatte halt dann seine mega viel Monster wieder. Drei Sümpfe, den igelbefallenen Sumpf, den seelenlosen Aspre und Duel. Sehr schön. Also das ist den igelbefallenen Sumpf. Wir können eh nicht zu einem Mana spielen. Wie gesagt, der Seelenlose im ersten Zug freut mich immer. Man merkt ja, wenn man den früh zieht und früh spielt, macht er denen durchaus Probleme. Sumpf und Duel. Der macht denen ja durchaus Probleme, so ist es nicht. Die Typhusratten, das war ja klar. Oh Mann, es nervt mich schon wieder, dass er schon wieder so ein Viech hat. So. Sumpf. Und die Aaskrähe. Und dann greife ich mit unserem Ghoul an. Damit die Typhusratten entweder weg sind oder er zwei Schaden kriegt. Aber ich nehme an, er will die Typhusratten opfern. War klar. Ja, ich will die loswerden. Wegen der Todesberührung. Ich weiß, dass unser Ghoul tot ist, aber trotzdem. Die Todesberührung ist mir zu gefährlich einfach. So, er konnte nichts spielen, nur ein Land. Ein weiterer igelbefallener Sumpf. Nee, erstmal einen normalen Sumpf wegen dem Seelenlosen. Den Seelenlosen hätte ich einfach sehr gern schnell. Der hat jetzt schon 3-3. Und dann greifen wir an. Dann hat er hier noch 6 Lebenspunkte. Er hat erst 3 Länder. Wenn man die schnell erledigt, bevor sie viele Länder haben, bevor sie ihre Dämonen spielen können, hat man ja eine sehr gute Chance. Jetzt hat er 4 Länder. Und hat einen Dämon. Ach ja, wie war das gerade, wenn man sie schnell erledigt? Haha. Oh, ich hasse ihn mit seinen Drecksdämonen. Das ist so nervig. So, jetzt bringe ich den igelbefallenen Sumpf. Dann möchte ich, dass er einen Lebenspunkt verliert. Und den Ghoul. Da seelenlos auf 4-4. Die Frage ist, greifen wir an? Aber wir könnten eine Kreatur opfern und dann wird er getappt. Ja, ich opfer mal eine Kreatur, und zwar den gerade eben gerufenen Ghoul. Hat er zwar 7-7, aber kriegt Schaden und hat damit hat der erste Dämon verloren. Damit sind wir im zweiten Match nämlich. Deswegen war das, glaube ich, gerade nicht schlecht. Ah, ein zweiter Seelenloser auf der Hand. Und von den Toten auferstehen. Das war ja im letzten Part auch nicht unpraktisch. Ja, opfern wir diesmal was. Was haben wir denn? Wir könnten die Krähe opfern. Ja, weißt du was, warum nicht? Eine Kreatur opfern. Die Krähe. Hat er 8-8, aber er kann nicht angreifen. Und der Herrschaftsraum hier, mit dem könnte er blocken. Und ein Kind der Nacht, mit dem könnte er natürlich auch blocken. Logischerweise. Wir müssen halt jetzt seinen Dämon loswerden. Ein dritter Seelenloser. Oh, das verlutscht ja gerade. Natürlich spielen wir einen. Die waffen sich ja gegenseitig, das ist das Wunderschöne. Und natürlich zocken wir ihm 2 Lebenspunkte. Diesmal will ich keine Kräfte opfern. Ach, nur ein Lebenspunkt. Ja, okay. Mit dem einen Seelenlosen greifen wir jetzt, glaube ich, auch an. Er könnte natürlich blocken, würde aber mindestens eine Kreatur verlieren. Na, er blockt mit beiden. Überrascht mich nicht sonderlich, er verliert aber auch beide. Oder? Ja, nee. Unser Seelenloser stirbt, aber wir haben ja einen im Feld und einen auf der Hand. Und wir können den mit der grausamen Wiederbelebung auch wiederholen. Ist also nicht so schlimm. Ja, diesmal will ich nicht opfern.
Mit der grausamen Wiederbelebung können wir seinen Dämon dann auch zerstören. Ich weiß, er macht uns jetzt 8 Punkte Schaden. Aber es sieht im Moment gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Ein zweiter Dämon, Dulzana muss mal peinlich hier. Der ist aber schwächer als der erste. So, Totengräber. Jetzt läuft er wirklich sehr gut. Grausame Wiederbelebung erstmal. Damit sein erster Dämon stirbt und ich hätte gerne meinen Seelenlosen zurück. So, dann greifen wir unseren zweiten. Ah ne, 4-4. Ich greife trotzdem an, weil sein Dämon würde trotzdem sterben, weil er da einen Block hat. Wir haben jetzt 2 Seelenlose auf der Hand, das ist kein Problem. Ah, er blockt. Okay. Dann hat er noch 7 Lebenspunkte. Ich mag die Seelenlosen, die sind wirklich bei Lilianas Kampagne, sie wird mein Lieblings. Ja, er darf eine Karte ziehen. Sind die wirklich mein Lieblingsmonster? Auch diesmal läuft es an sich nicht schlecht. Wir haben zwar wenig Leben, aber wir sind ihm im Moment überlegen. So, 7 Lebenspunkte, gleich Stammbild. Und er bringt einen Herrschaftsmann. Und den Nachtdiamant. So, ich würde sagen, wir bringen jetzt unseren zweiten Seelenlosen ins Spiel. Oder das von den Toten auferstehen, da könnten wir seinen Dämon holen. Schwierig zu sagen. Nein, ich will erst den zweiten holen. Ja doch, von den Toten auferstehen. Weil ich will seinen Fliegenden. Und dann die schwarze Katze. Ja, wieso nicht? Opfert er was? Also tappt er uns? Nein. Okay, und dann greifen wir unseren Seelenlosen an. Er könnte blocken, würde aber seine Herrschaftsform hier verlieren. Er blockt, das war klar. Wir haben mal 2 Seelenlose auf der Hand. Können wir im nächsten Zug können wir zumindest einen spielen. Ich bin im Moment gar nicht so unzufrieden. So, ja, wir lassen dich eine Karte ziehen. Obwohl, nein, wir opfern eine Kreatur, nämlich die schwarze Katze, dann verlieren wir nämlich eine Handkarte. Er hat einmal die Gedankensitzung verloren, das finde ich gut. Hat er? Nein. Angreifen kann er nicht, sein Dämon würde sterben. Er ruft ein Kind der Nacht. Ja, das stört mich jetzt nicht weiter, das ist nicht schlimm. So, wir werden dich vernichten. Leider wieder kein Land gezogen, Mist. Seelenloser. Damit haben die jetzt beide 7-7 und schwarze Katze. Dann haben sie gleich beide 8-8. Und dann würde ich sagen, greifen wir mit unserem ersten Seelenlosen und unserem Dämon an. Er könnte beides blocken, würde aber seine Monster verlieren. Oh, er blockt nur den Seelenlosen. Okay. Sein Kind der Nacht ist vernichtet. Und er hat noch einen Lebenspunkt. Wir könnten halt Lebenspunkte brauchen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, auch diesmal werde ich eine Kreatur opfern, nämlich die schwarze Katze, dass er wieder eine Handkarte verliert. Und das war die Ernte des Altars. Angreifen kann er uns halt jetzt, das weiß ich. Damit haben wir 2 Lebenspunkte. Das ist im Moment sehr spannend. Er hat 3, wir haben jetzt 2. Aber er hat, wenn er nichts, kein Monster spielt, hat er keinen Blocker. Er beendet. Okay, damit sind wir in der dritten Runde auf jeden Fall. Sumpf, dritter Seelenloser. Und Littotengräber, würde ich auch sagen. Und wir holen uns zurück. Katze oder Aaskrähe? Die Katze ist halt gut wegen seiner Handkartenverlust, aber die Aaskrähe könnte Fliegen blocken. Ne, ich nehme jetzt die Katze. Die haben ja was gegen Fliegen. Ja, das ist Altar, der darf 2 Karten ziehen.
ist aber irrelevant. Er wird auf jeden Fall verlieren. Damit was greifen wir ihn an? Ich würde sagen, mit einem Seelenlosen gehen es alle 3-9-9. Wir haben nur 2 Lebenspunkte, aber wie man sieht, der ist ihm gar nicht schlecht. So, dritte Runde. Wir haben zweimal, wir haben den Herr der Untoten bekommen, von den Toten auferstehen und eine Krähe. Er hat den Ernte der Seelen bekommen. Oder gerade gespielt. Der hat halt seinen scheiß Todesberührung. Ja, ich nehme von den Toten auferstehen und hole mir seinen zweiten Dämon. Ich mag es, wenn man Dämonen von Gegner benutzen kann. Weil schon nicht, wenn sie nicht benutzen. Und den Herrn der Untoten, der bufft ja alles. Damit haben wir unsere Seelenlosen 12-12. So, angreifen tun wir auf jeden Fall mit dem Fliegenden, weil den Fliegenden kann er nicht blocken. Auf jeden Fall mit dem Totengräber, den könnte er blocken. Ist die Frage, wir könnten auch einen Seelenlosen verwenden. Ja, wieso nicht? Wir haben ja immer noch 2 auf dem Feld. Und selbst wenn er den Seelenlosen blockt, verliert er mit den anderen beiden 10 Life Points. Wir sind also in der 4. Runde. Sehr schön. Ja, er blockt den Seelenlosen, das war klar. Wir haben aber immer noch 2, das heißt noch gar nichts. Sein Ernte ist vernichtet und er auch. Er verliert nämlich 10 Lebenspunkte. Krass. 4. Runde. So weit kamen wir noch nie. So, der vierte hat schon 20 Lebenspunkte, ne 12. Oh, Korruption, die gefällt mir gut. Wie heißt denn der vierte? Kotopet. Und das sieht mal wie ein sehr komischer Dämon aus. Tja, Dämonen, diesmal haben wir deutliche Vorteile. Angreifen kann er nicht, er hat nichts zum Angreifen. Nachtdiamant. Die Korruption haben wir natürlich bekommen, die ist sehr schön, die werde ich gleich spielen dann. Und den Schlachter, gut, der war auch sehr schön. Ja, ich wähle natürlich ihn, mal sehen, was er macht. Er lässt uns Karten schieben, macht mir nichts. Sumpf, Korruption, das kriegen wir Lebenspunkte zurück und er verliert Lebenspunkte. So, damit hat er noch 3 Lebenspunkte und wir 11. Ich glaube, wir haben gewonnen. Der hat mir Grabeschuss getan, Todesblume 6-6. Er hat ja nichts gespielt. Schwarze Katze. Er hat ja nichts gespielt zum Abwehren. Dann würde ich sagen, greifen wir jetzt mit allem an. Ich meine, er hat 7 Mana, aber er hat nichts zum Abwehren gespielt. Ich denke nicht, dass er alles abwehren kann. Ich glaube, wir haben gewonnen. Yes, geile Sache. Und der kriegt eine Menge Schaden. Der kriegt eine Menge Schaden. Minus 10. Damit sind es minus 17. Der nochmal 13 Minuspunkte. Krasser Scheiß. Voll fertig gemacht. Ja, jetzt hat er minus 33. Jetzt kommt nochmal 6 dafür. Minus 39. Oh, was für ein krasses Spiel. Minus 41. Und wir haben gewonnen. Minus 41 Lebenspunkte. Ich glaube, so viele Minuspunkte hatte noch kein Gegner. Wir haben ein bisschen überzogen, jetzt kommt ja nochmal ein Video, wir wissen am Ende kommen immer Videos bei den Origins, aber wir haben gewonnen. Was für ein krasses Duell, hoffentlich habt ihr das gesehen und hoffentlich feiert ihr das genauso wie ich. Ja gut, damit haben wir jetzt nur noch die... Okay, ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Blöd. Damit haben wir jetzt natürlich nur noch die Amok-Kampagne. Die machen wir dann im heutigen... So, weiter. Jetzt kommt das Video.
auch ein verdammt nettes Video war das. Das ist jetzt nicht überraschend, dass es ein nettes Video war. Also Liliana hat diese Eingravierungen bekommen von dem Dämon. Das war wahrscheinlich der Pakt. Und hat die ganzen Zombies wiederbelebt, die davor irgendwie gestorben waren. Diese Einkerbungen haben wir ja schon mal gesehen. Aber noch nie, wie sie eingekerbt wurden. Die Dämonen stellen dein Können auf die Probe. Obwohl du dabei an deine Grenzen gerätst, kannst du dich beweisen. Ja, es waren harte Grenzen. Das war ein hartes Duell. Wir haben das jetzt 4, 5, 6 Mal versucht. Aber jetzt beim letzten Mal habe ich die halt ordentlich fertig gemacht. Sie ätzen den Pakt in deiner Haut, der die ewige Jugend und unfassbare Macht gewährt, und verlangen als Gegenleistung, dass du ihn als Planeswalker trittst. Aber Verträge sind dazu da, gebrochen zu werden. Ja klar, wir sind ihnen zu treu verpflichtet, aber ne, man merkt schon, typisch Schwarzmagier halt. Was, ich halte mich natürlich nicht dran. Geiler Scheiß. Damit haben wir alle Origins fertig. Und jetzt fehlt nur noch Amon Kett. Sonst haben wir hier auch alle Kampagnen fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Endlich dieses Duell gewonnen. 2170 Münzen. Ich hatte es echt gefeiert. Minus 41 Lebenspunkte. Ich glaube, so viel hatten wir noch nie. Und ja, wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Part wieder. Ja, wie gesagt, der nochmal, das wäre zu gestern gewesen. Und da freue ich mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und wir die Prüfungen versuchen. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.